Die singenden Möbel aus Braune Märchen von Alexander Freiherr von Ungern Sternberg. In einem alten, verlassenen Schlosse fingen um Mitternacht die Möbel an zu singen. Die Spiegel sangen: Ins uns schaut nimmer ein liebes Gesicht, verdüsterte Schimmer aus grausig Umpflicht. Es wanket und gleitet der grünliche Schein der Waldnacht hinein, uns Ärger bereitet. Viel lieber wir sehen eines Faltenrocks rauschen, eines Busens blähen, eines Auges lauschen, eines Mundes lächeln, eines Fächers fächeln. Das sind Sachen, die einem ehrlichen Spiegel Freude machten. Nachdem die Spiegel gesungen, blieb es eine Weile still, dann erhob sich eine grobe, quäkende Stimme und das Sofa sang: Auf meinen Kissen, sollt ihr wissen, lag schon seit lange kein schöner Arm. Keine Hüfte warm hat in die Ecke sich eingezwängt. Es streckt sich nicht auf meinem Polster ein Bein. Eines Nackens Licht gräbt nicht mehr in meine Kissen sich ein. Ich steh allein. Wann wird mir wieder Belebung geschenkt? Die Kommode klapperte mit ihren Messingspangen und sang dann: Seit lange bewahr ich in meinen Fächern beiden nichts, was haarig, nichts, was seiden, kein Müffchen, kein Kinkerlitzchen, kein Atlaspüffchen, kein rotes Mützchen, kein Silbenfläschchen, kein Nadelbüchschen, kein Seidentäschchen für goldene Füchschen. Wann füllen sich wieder mir Brust und Glieder mit Ambragedüfte? Die Messingspangen an meiner Hüfte, wann werden von zierlichen Händen sie wieder umfangen? Wann fühl von Knie und Lenden ich liebliches Drücken an meinen Nussbaumwangen? Wann, o oh wann, kommt die alte Kommode wieder in Mode? Die Wanduhr tat einen gellenden Ruck, als wollte sie schlagen, aber statt des Schlagens sang sie: Immer halb neun, ob morgen, ob abend, ob Mittag, ob Nacht, immer halb neun, in mir arbeitet Gram. Es setzt sich an meine Rede des Kummers Rost, ich bekenne mit Scham. Verstrocht ist jede Feder, verkleistert jede Wendung. Ich verfehle meine Sendung. Ich zeige nicht mehr an, wenn sie küsst, Weib und Mann, wenn geboren wird ein Kind, wenn die alte Großmutter blind ihren letzten Faden spinnt. Ich geh nicht mehr Schritt vor Schritt mit dem Hause mit. Ich stehe still. Es mag geschehen, was will. Ich bleibe halb neun. Das darf nicht sein. Eine ehrliche Uhr bringt das um. Bleibt sie ewig stumm. Sie will sprechen, will erzählen, will für das Hauses Wohl sich mühen und quälen. Der Kuckuck hol, ein solch ewiges Schweigen, ein solch ewiges Ruhen. Man will sich zeigen, man will was tun. Auf denn, den Schlüssel herbei. Hey, hey, hört mich denn niemand? Mich aufgezogen, mit Öl mich getränkt. Gott, steh bei mir, was er nur denkt, das träge Gesinde. Dort an dem Spinde hängt ja mein Schlüssel. Eingesteckt, aufgeschreckt, den Pendel geneckt, dass er wieder sich rührt, wie sich's gebührt, dass es wieder wird lebendig in meinem Haus. Heraus! Rasch, rasch! Pasch, pasch! Ha, wenn ich wieder ticke! Wie stolz ich denn um mich blicke! Vergebens! Es bleibt alles stumm. Oh, wie dumm! Hat man darum ein Ohr, damit sie schweige? Das ist wieder die Natur. Das Himmelbett mit seinen Damastvorhängen fing nun auch an. Was wollt ihr nur klagen? Nur ich weiß zu sagen, was einsames Leid bedeutet in dieser bösen Zeit. Wenn's dunkel wird und der Sonnenglanz schwächlich über Wände, Decke und Möbel irrt, wenn zur Ruhe gemählich alles sich anschickt, in Nacht versinkt, das ganze Haus mit Kind und Kegel, mit Mann und Maus, wenn die Fliege nicht mehr summt, der Käfer nicht mehr brummt, im tiefen Kellerraum die kleine Maus liegt im Traum, die Vögel schlummern oben auf dem Dach,
und selbst an den Wänden die Bilder nicht bleiben wach. Da zog mit leisen Händen ein etwas die Decke von meinem Leib, und zu mir hinein stieg das schönste Weib. Den Schneeeigenpfühl bot ich ihr kühl, so daß die schöne Gestalt anfangs süß schaudernd zusammen sich ballt. Doch immer wärmer verbreitet sich Leben, meine Federn zittern, meine Pfühle beben. Ich dringe mit Inbrunst ganz auf sie ein, und sie ergibt sich mit liebendem Sein. Wir schmiegen uns wundervoll aneinander. Ist's ihr Busen, ist's mein Kissen? Nicht zu unterscheiden, wir es wissen. Ist's mein rundes Posterende? Ist's ihre Knie, das hinrutscht behende? Beide sind glatt, sind weiß, sind warm. Beide sind wundervolle Polster. Es ruht sich auf dem einen wie auf dem anderen gut. Und um mein Kissen schlingt sich ein Arm. Und oh, wie fein, ein Ohr so klein legt sich auf den Pfühl. Und eine Wange kühl gräbt tief sich ein. Jetzt schlummert sie ein, rings wird es stille, kein Lufthauch zittert, am weiten Behänge keine Falte knittert, die Nacht behauptet ihr recht gar strenge. Ich aber wahre mein köstlich Gut, bis die Morgensonne die klare wieder auf den Scheiben ruht. Dann steigt sie aus mir empor, lieblich gerötet bis übers Ohr. Ich bleibe zurück, durchsogen von Glück, und bilde mir ein, daß noch lange, lange die Jungfrauenwange an meiner ruht. Ganz zuletzt hub noch mit feiner, kläglicher Stimme ein kleines Porzellangefäß an, das unter dem Bette stand, es sang. Ach, ich schweige, den Kummer, den ich fühle, ermißt kein Herz. Wozu den Schmerz der kalten Welt erzählen? Neige in der Mut, wer wie ich zu darben bestimmt ist, sein Haupt. Nur ein Wort sei mir erlaubt, seit Monden bin ich verstaubt. Der Veilchenstrauß, gemalt von Meisterhänden auf meinem Gründe, ihm fällt zur Stunde der Tau, der ihn feuchtet, der Tau, der ihn tränkt. Nun denkt selbst, ward je ein Wesen, so weit die Sonne leuchtet, schlimmer wie ich gekränkt? Die übrigen Möbel gaben dem kleinen Porzellangefäß völlig recht und erklärten es unter all dem Geräte, das hier in der Einsamkeit darbte und sich langweilte, für das Beklagenswerteste. »Könnt ihr euch noch besinnen«, hob die Kommode an, »auf die schöne Frau, die hier zuletzt in diesen Räumen sich bewegte?« »Oh, wie sollten wir nicht«, rief der Spiegel, »ich nahm ihr schöne Gestalt noch in mir auf, bevor sie von Blut triefte und von den hässlich klaffenden Wunden entstellt war.« »Ha«, rief das Bett, »ein Mord also? Ich hab davon nichts gesehen, denn meine Vorhänge waren zugezogen.« »Auch ich habe nichts bemerken können«, sagte das Sofa, »denn ich lag voll abgelegter Kleider, Unterröcke, Leibchen und ein Hemde. Da kann denn der scharfsichtigste nichts beobachten.« »Wer kann uns nur den Vorfall erzählen?« fragte die Kommode. »Ich brenne von Begier, ihn zu erfahren von einem, der von Anfang bis Ende dabei war.« »Die Badewanne könnte das«, rief die Uhr, »aber die spricht nicht. Sie ist zu träge und kümmert sich um nichts.« »Sie gehört auch nicht zu den Möbeln«, sagte das Sofa stolz. »Ich möchte mich nicht mit ihr einlassen.« »Eigentlich zur guten Gesellschaft gehört sie auch nicht«, bemerkte der Spiegel. »Man könnte dann auch das Waschbecken dazu zählen.« »Ah, oh, die Geschichte«, rief die Uhr. »Ist denn niemand da, der sie uns erzählen kann?« Im Winkel, am Kamin, rührte sich etwas. Es war ein bestaubter und angelaufener Leuchter mit einem Stümpfchen Wachskerze darin. »Ich kann es euch erzählen«, hob der Leuchter an, »denn ich hab alles mit angeschaut und sogar dabei geläutet.« »Erzähle, erzähle«, riefen alle Möbel. Es trat für einen Augenblick ein tiefes Stille ein, während man ein leises Wackeln und Rutschen in der Kaminecke vernahm. Der Leuchter, der sehr eitel war, schob sich etwas vor, um sich als Erzähler und Berichterstatter gehörig vor alle Möbeln in der Stube sehen zu lassen. Dann begann er.
In fälschlichen Verdacht war unsere schöne Frau gesunken, als hätte ihre Ehre nicht acht, wär im Lasterpfuhl gesunken. Ihr Mann hatte geschworen, sie in der Nacht, von der ich spreche, mit einem Dolche zu durchbohren, im Wahn, dass er sich und seine Ehre räche. Nun, hört mich an. Das Zimmer war wie jetzt, nur brannt im Kamin ein Feuer, und ein Stuhl war hingesetzt, und ein Teppich, ein neuer Tettflocke grün, den Boden überziehen, so daß der nackte Fuß gar mild tief einsank in das Blutgefild, wie wenn bei später Abendglut man über die Wiese wandeln tut und sinkt bei purpurrotem Schein in Gras und Kräuter tief hinein. Das Sofa stand wie jetzt an der Wand, mit rotem Plüsch und eingefasst mit güldenem Band. Die Tische will ich gar nicht schildern, belegt mit Büchern, Mappen, Bildern. Erwähnen will ich nur an der Tür die Klingelschnur. An diese faßte und rief Hanne, die Frau, wenn sie entstieg der Wanne. Es war 8 Uhr, da trat sie ein, und bei dem milden Schein, man hatte mich gestellt zur Hand, hinter die rote Seidenwand, macht sie sich zum Bade bereit. O süße Zeit! Fürs Erste ging sie auf und nieder und legte hier ein Bändchen, dort ein Schleifchen, ein Schlümperchen, ein Flatterendchen, ein Reifchen und ein Streifchen, ein geplättetes und ein gerunzeltes, ein gefältetes und ein gebunzeltes. Und endlich legt sie zuletzt auch ihr Hemde ab und ging nun auf und nieder ganz nackig, und vom roten Schein umflossen die weißen Glieder in die Nacht und dann wieder hervor mit Pracht und wieder in die Nacht und wieder hervor mit Pracht. So wandelte in ihrem Heiligtume die schöne Frau wie eine prächtige Blume. Dann steht sie vor dem Spiegel gut, der nimmt sie auf in seine schwarze Flut und frisst und trinkt in sich hinein der Glieder wundervollen Schein, wie ein Wolf trinkt des Lammes Blut, so saugt er in sich der Brüste Glut, der Hüften Wölbung, den Schatten fein, der sich eingenistet zwischen den Marmor der Schenkel ein. Er möchte gern ewig sie bei sich haben, doch auch die anderen Möbeln wollen sich laben. Das Sofa schon brünstig die Arme ringt, vor Sehnsucht dem Stuhl die Feder springt. Die schöne Frau spottet sein und steigt in die Wanne ein. Das Wasser bedeckt sie mit heißem Schwall und drückt sich an all überall. Doch, ehe sie untersinkt, ein paar Stücklein Holz sie engelgut dem Kamin gibt für seine Glut. Ich sehe sie noch wie aus der Wanne, emporgebeugt mit weißem Schenkel, die hinwirft den Gemahl der Tanne und vom Lindenbaum den Enkel. Und während es knurrt, auf dem Roste murrt, sinkt sie lächelnd hinab in den Grund und bleibt in der Wanne wohl eine Stunde. Indessen schleicht sich heran der Mord, es flüstert ein Wort, draußen auf dem Gange, es wird ihr bange, sie will dem Bad entsteigen, da hält sie ein Arm, ein Mund gebietet Schweigen, ein Dolches Spitze mit rotem Blitze trifft auf des Busens Glanz, sie ringt, sie windet sich, ein Kranz von nassen Haar fliegt dem Mörder um Hüfte und Bein, sie zehrt ihn in die Stube hinein, das nackte Weib, sie schlingt um seinen Leib den schneigen Arm, er wankt, sie hat mit dem nassen Schenkel sein Bein umrankt, will es biegen und niederdrücken, es kann nicht glücken, er ist der Stärkere, die geschwinde Faust um ihren Nacken saust, das Messer trifft das Herz, groß ist der Schmerz, gräßlich der Angstschrei, fürchterlich der Sturz, der Kampf ist nicht kurz, endlich ist er vorbei. Im Hofe steht ein Brunnen mit schwarzer Flut, in seiner Tiefe der Leichnam ruht. Den bösen Mann, als er die Tat getan, anwidert der Ort, er muß fort. Er säubert das Schloss von allem, was lebet. Er selbst schließt die Tür und schleudert den Schlüssel in des Sees Tiefe, der unten sich hebet. Das ewig nun schliefe das Gedächtnis der Taten, die hier sind beraten. O grausenvolles Geschick! Riefen die Möbel einstimmig, als der Leuchter seine Erzählung beendet hatte.
Wann wird nun wieder jemand hier einziehen, der Frieden und Ruhe bringt?« »Ja, wann?« rief das kleine porzellanene Gefäß. »Ein Narr kann viel fragen. Ich glaube, dass niemand kommen wird, um hier zu wohnen, und wir werden alle in Mode und Staub zerfallen.« »Wie, wir alle?« rief das Bette. »Auch ich? Es soll niemand mehr in mir schlafen?« »Und auf mir niemand sitzen?« rief das Sofa. »Und in mich niemand hineinblicken?« klagte der Spiegel. »Und ich«, rief die Uhr, »ich soll immer 8:30 bleiben? Unmöglich!« »Nun, ihr werdet sehen«, entgegnete das Porzellanene. »Der Schlüssel liegt im See. Wer soll kommen? Jedenfalls bin ich am meisten zu beklagen, wie ich schon vorhin die Ehre hatte, zu sagen.« »Oh, verwünschtes Haus«, riefen alle Möbel mit einer Stimme. »O glückseliges Haus«, tönten Stimmen von Gesims und aus den Ecken und der Chor, der Spinnen sang. »O Haus voller Wonnen, glückselige Wände, ohne Rast, ohne Ende, spinnen wir her im öden Revier und bekleiden die Wände. Nie kommen Hände und reißen ein, was wir gesponnen. O Haus voll Wonnen, glückselige Wände.« Die drei Soldaten aus Braune Märchen von Alexander Freiherr von Ungarn Sternberg. Ein großer Krieg war beendet worden, und eine Menge Soldaten wurden verabschiedet, weil man sie nicht mehr nötig hatte. Unter diesen waren einige, die daheim nichts zu beißen und zu brechen hatten und darum nicht wussten, was sie jetzt in aller Welt beginnen sollten. Drei gute Kameraden, alle drei lustige Vögel und blutjunge Burschen, hielten zusammen und begaben sich auf die Wanderschaft, indem sie sich einander gelobten, wenn ihnen irgendwo Glück und Freude erblühte, dass sie redlich miteinander teilen wollten. Allein auch die Prügel und Püffe, die das Schicksal ihnen etwa aufzutischen für gut finden würde, wollten sie redlich teilen. Es sollte auch da niemand mehr und öfter bekommen als der andere. Sie waren bereits mehrere Tage und Nächte gewandert, als sie in einen großen, unermesslichen Wald kamen, der von keinem menschlichen Fuß noch betreten zu sein schien. Wege gab es nicht, und die drei Gesellen mussten sich über Baumwurzeln und durch Gebüsch Bahn brechen. Als die dritte Nacht herankam und sie noch immer nicht wussten, wo sie waren, kletterte einer der Genossen auf einen Baum, arbeitete sich bis zum dessen Gipfel empor und richtete seinen Blick spähend in die Ferne. Da entdeckte er denn ganz weit einen Lichtschein, der hinter den schwarzen Baumstämmen hervorschimmerte. Dorthin richteten sie jetzt ihren Weg. Sie fanden einen freien Platz und eine Hütte. Vor der Tür der Hütte saß eine alte Frau an einem Tischchen, auf dem zwei Lichter brannten. Da es eine stille Nacht war und selbst die Baumgipfel nicht rauschten, brannten auch die Lichter, ohne nur zu flackern. Die Alte saß gebückt da und arbeitete an Kinderspielzeug. Dazu sang sie ein Liedlein, das für die Kinderstube passte. Die drei Soldaten kamen nun an den Tisch heran, grüßten und fragten höflich, ob sie wohl hier ein Nachtherberge bekommen könnten. Sie seien schon 3 Tage und 2 Nächte gewandert und hätten noch keine warmen Bissen über die Lippen gebracht und wären noch in kein Bett gekommen. Die Alte blickte auf, schob ihre Brille auf die Stirn, und die drei jungen Wichte erschraken nun über die Hässlichkeit ihrer Wirtin. »Ei, weshalb nicht?« meckerte sie mit einer zitternden Stimme. »Ihr könnt ja hier bleiben, Kätzchen. Mein Küchentopf wird auch noch für euch ein bisschen übrig haben. Und was das Bette betrifft, so will ich euch auf eine Nacht das meine einräumen.« Die Soldaten bedankten sich höflich, und der älteste der drei Kameraden, der zugleich der Kekste war, fragte: »Mutter, wohnt ihr ganz allein?« »Ganz allein, mein Schatz, ganz allein. Eine tugendgelobte Jungfrau,
»Eine Jungfrau! He!« riefen alle drei. »Und für wen arbeitet ihr hier an dem Spielzeug?« »Für die Kinder, die ich noch zu bekommen hoffe.« Die drei jungen Wichte brachen hier in ein helles Gelächter aus, so dass es weit in den finsteren, einsamen Wald hineinschallte. Kaum hatten sie zu lachen aufgehört, als einer der anderen wieder anstieß. Und nun ging das Gelächter vom Neuen los. Lachte der eine. Der andere. Der dritte. Und sie zeigten mit den Fingern auf die Alte und tanzten dabei und hüpften auf einem Bein und riefen: »Die will noch Kinder bekommen. Ei, du niedliches Mädchen, du hundertjähriges Bräutchen, du tausendsasserchen von einem spitzbübischen kleinen Ding, du Allerweltstollkopf, du Blitzmädel!« Die Alte arbeitete an ihren kleinen Krame fort, ohne auf diese Reden zu achten. Endlich wurden die drei des Spottes satt und fragten nun, ob ihre Wirtin nicht bald auftischen werde. »Gleich, gleich«, erwiderte sie. Sie ging, holte ein Tischtuch, deckte auf, und darauf brachte sie eine gar schmackhafte Schüssel Gesottenes und dann eine Schüssel Gebratenes und dann eine Schüssel Backwerk und zu jeder Schüssel immer drei Flaschen Wein. Die drei Soldaten schmausten wie die Götter, einer nach dem anderen, musste sein Gürtel lösen und den Rock weiterknöpfen. Sie schmunzelten einander an, erhoben ihre Gläser und ließen ihre Jungferwirtin leben. Dann erhoben sie nochmals ihre Gläser und ließen den Krieg leben. Und zuletzt, wie sie gar nicht mehr wussten, wen sie sollten leben lassen, tranken sie die Gesundheit eines jeden Baumes im Walde. Als die Lustigkeit noch höher stieg, fassten sie sich alle aneinander an und tanzten im Kreise und jucheten und lachten und jubelten, ganz wie wilde, ausgelassene Burschen zu tun pflegen, denen einmal ein recht vergnügter Abend geboten wird. Die Alte sagte endlich: »Na, nun wird's Zeit sein, zu Bette zu gehen.« »Wahr gesprochen, Jungfrau Honesta«, rief Martin, der Älteste. »Und wo steht das Lager?«, fragte Franzl, der Zweite. »Wir brauchen kein Licht«, sagte Christoffel, der Dritte. »Wir wollen uns schon alle drei im Dunkeln in dem Bette zurechtfinden.« Die Alte aber sagte: »Fein sittsam, nicht unnütz gepoltert und gelärmt. Ich liebe das nicht. In meiner Wirtschaft geht alles am Schnürchen. Auch hat mein Bett zur Zeit nur Platz für noch einen. Es gibt der Nächte viele, morgen und übermorgen sollen die beiden anderen mein Bett haben.« Christoffel sagte: »Alte, dein Bett hat nur noch Raum für noch einen? Willst du denn mit drin liegen?« »Ei, freilich!« Die drei Kameraden sahen wieder einander an, aber diesmal verging ihnen die Luft zum Lachen. Ihre Gesichter wurden eines immer länger als das andere. Es kam ihnen die Alte und der Wald und die Hütte plötzlich ganz unheimlich vor, und sie wünschten sich 1000 Meilen fort von diesem Ort. Indes stand die Alte da mit dem Licht in der Hand und wartete, dass einer der Gesellen ihr in die Kammer folgen werde. Allein alle griffen zu ihren Mützen und machten Miene, sich sehr rasch empfehlen zu wollen. »So ist's nicht gemeint«, rief die Hexe. »Einer nach dem anderen soll mein Schlafgenosse sein, zum Dank für die freigebige Bewirtung, die ich euch gegeben. Nehmt euch in Acht, mich zu erzürnen, denn dann könnte es euch schlimmer gehen, ihr Wichte.« Die Miene der Alten zeigte zur Genüge an, dass sie keinen Spaß verstand. Die drei traten zusammen und beratschlagten miteinander. Martin rief: »Meinethalben, den Hals wird's nicht kosten.«
Was ist denn weiter? Haben wir nicht manches Mal auf dem Schlachtfeld noch viel übler auf uns gebettet? Ein Soldat muss alles ertragen können. Wollt ihr nicht, so will ich. Ich will der Erste sein. Ich will wie ein Sack schlafen und der Alten was vorschnarchen, dass sie glauben soll, die Trompeten des jüngsten Tages blase. Gut, riefen die anderen, sieh, wie du durchkommst. Wir wollen abwarten, was geschieht. Und sie blieben draußen vor der Hütte, während Martin mit der Alten hineinging. Sie schloss ihm ihre Kammer auf, in der ein großes Bett stand, und an der Wand zur Seite des Bettes eine Tafel mit einem Schieferstift. So, nun kleide dich aus, Bursche, sagte die Alte. Als dies geschehen war, rief sie, nun hilf auch mir, mein Leibchen aufzuschnüren. Sie gab ihm dabei einen Schlag auf die Finger und schalt, ei, wie du träge bist, geht's nicht rascher? Als sie ins Bette stiegen, sang die Alte, jetzt wollen wir Braut und Bräutigam spielen, doch sprich, was soll dein böses Schielen? Ist dir das Kopfkissen zu hart? Das Kopfkissen ist mir nicht zu hart, allein meine Braut ist mir zu apart. Ist dir das Deckchen nicht lang genug? Das Deckchen ist mir schon lang genug. Ich wollt, es läge über das Ganze ein Tuch. Sticht dich ein Federlein oder ein Paar? Es sticht mich kein Federlein und kein Paar. Ich finde nur an der ganzen Sache ein Haar. Hat dir das Nachtlicht zu hellen Schein? Das Nachtlicht hat einen guten Schein. Nur zeigt es mir gar so viel Dürrgebein. Stört dich die Summen der Fliege an der Wand? Mich stört nicht die summende Fliege an der Wand, wohl aber stört mich eine Knochenhand. So widert das Mäuschen dich an, das da knirpt? Das Mäuschen nicht widert mich an, das da knirpt, wohl aber die Alte, die um Leib noch wirbt. Geräumig und hübsch ist das Kämmerlein, geräumig und hübsch ist das Kämmerlein, doch möcht ich 100 Meilen weit von hier sein. Nun denn, beginn deine Schelmerei, ich wünsche nicht mehr als 3 mal 3. Ei, geh zum Kuckuck, das ist zu viel, das ist mir doch außer allem Spiel. Nichts da, du Spitzbub, es bleibt dabei, mach dich gefasst auf 3 mal 3. Mit diesem Griffel in meiner Hand schreib ich deine Taten an die Wand. Sind es 9 Strichlein, zierlich fein, sollst du mit Dank entlassen sein. Was sollte der arme Wicht machen? Mit der Hexe war nicht zu spaßen. Allein, so sehr er sich auch Mühe gab, er brachte die richtige Zahl nicht heraus. Es fehlten immer noch 1 paar Strichlein. Alte, rief er endlich, ich will nicht meines Vaters Sohn heißen, wenn deine Rechnung richtig ist. Es geht nicht mit rechten Dingen zu. Ich habe wenigstens schon 15 gezählt. Ei, Söhnchen, sieh auf die Tafel. Mein Stift irrt sich nie. Aber der meinige auch nicht. Und kurz, der Teufel mag dich bedienen, alte Hexe. Ich nicht. Und damit sprang er aus dem Bette. Die Alte fuhr mit einem brennenden Span, den sie geschwind aus dem Ofen riss, ihm nach, indem sie rief, »Warte, warte nur, Söhnlein, ich will dir den Dank zahlen für dein sauberes Betragen«, berührte sie ihn mit dem Span, und sogleich ward der arme Bursche in einen zottigen schwarzen Kater verwandelt. Mit dem zweiten Kameraden ging es nicht besser, und er wurde in einen Waldigel verwandelt. Nun kam der dritte an die Reihe. Der hatte an der Türe gelauscht und hatte sich genau gemerkt, sowohl was die beiden Gefährten als auch was die Alte getan. Kaum war er mit ihrem Bette, so hub sie ihren Spruch an. »Ist dir das Kopfkissen zu hart?
Da antwortete er geschwind und mit lächelnder, freundlicher Miene: »Das Kopfkissen ist mir nicht zu hart, und alles ist in der rechten Art. Die Decke ist lang, es sticht kein Federlein, untadelhaft ist der Lampenschein. Es stören nicht Mäuschen, nicht Flieg den Mann, der sich so hohes Glücks freuen kann.« »Nun, das ist mal ein artiger Freier«, rief die Alte, »jetzt keine Zeit verloren. Mit diesem Griffel in meiner Hand schreib ich deine Taten an die Wand. Sind es 9 Strichlein, zierlich fein, sollst du mit Dank entlassen sein.« »Gut«, rief der junge Mann, »ich bin dabei. Ihr dürft aber nicht heimlich, wie ich's bei meinen Kameraden getan, die Striche wieder auslöschen, die schon auf der Tafel standen.« Die Alte ward ganz siedenheiß vor Scham, als sie sich so ertappt sah. Der junge Bursche sah es und rief lachend: »Nun wollen wir anfangen.« »Nein«, entgegnete sie, »mir ist alle Luft vergangen. Wer hat dir mein Kunststück verraten?« »Ich hab's hinter der Tür erlauscht.« »Nun denn, so geh deiner Wege und sag es niemanden wieder.« Damit wollte sie aufstehen. Allein der Soldat, der sie so zitternd und bange sah, packte sie an der Gurgel, schüttelte sie herzhaft und rief: »So ist's nicht gemeint, nicht vom Platze. Jetzt bin ich dein Herr. Schaff mir meine Kameraden wieder gesund zur Stelle und gib uns ein gutes Zaubergeschenk auf den Weg. Dann sollen dir deine Bosheit verziehen sein. Willst du das nicht, so machen meine 5 Finger mit deiner Kehle kurzen Prozess.« Die Hexe, die sich in seiner Gewalt sah, versprach alles, was er von ihr forderte. So kamen die beiden Verzauberten wieder zu ihrer menschlichen Gestalt. Beim Abschied gab die Hexe dem Ältersten ein Säcklein, in welchem sich ein Häckeltaler befand. Dem Zweiten gab sie ein Tischlein deck dich, und dem Dritten verlieh sie einen Zauberhut, der ihn unsichtbar machte. »Jetzt brauchst du nicht an den Türen zu lauschen«, sagte sie, »wenn du den Leuten einen Streich spielen willst, sondern kannst mitten unter ihnen sein.« Die 3 Gesellen bedankten sich schönstens und gingen dann ihrer Wege. Nach einigen Irrfahrten kamen sie in ein großes, schönes Königreich. Dessen Herrscher hatte eine wunderschöne Tochter, um deren Besitz sich sehr viele Freier bewarben. Sie aber wählte keinen, sondern wartete noch immer auf einen besseren. Die 3 Soldaten machten sogleich einen Plan, an den Hofe dieses Königs ihr Glück zu machen, und zwar sollte einer von ihnen der Mann der Prinzessin und König und die 2 anderen seine vornehmsten Räte werden. »Nun ist die Frage«, hub Martin an, »wer von uns soll nun die Prinzessin haben und König sein? Eigentlich kann hier nur von mir und Franzl die Rede sein, denn du wirst selbst bekennen, Christoffel, dass du von uns dreien der hässlichste und unansehnlichste bist und am wenigsten geeignet, König und der Gemahl einer so schönen Dame zu sein.« »So ist's auch«, sagte Franzl. »Ihr seid sehr undankbar«, entgegnete Christoffel. »Wenn ich nicht gewesen wäre, so wärst du, Martin, ein Kater dein Leben lang geblieben, und du, Franzl, ein hässlicher Igel. Das solltet ihr bedenken. Übrigens ist das ein unnützer Streit, in dem wir uns befinden. Glaubt ihr, dass die Prinzessin sich wird vorschreiben lassen, wen sie wählen soll? Sie wird wohl, glaubt mir, ganz nach ihrem eigenen Kopfe handeln, und auf wen ihre Wahl fällt, das kann keiner von uns wissen.« »Das ist im Grund genommen ziemlich verständlich geantwortet«, bemerkte der Älteste, und der Zweite stimmte ihm bei, wie er es gewöhnlich zu tun pflegte. Die Kameraden versöhnten sich wieder nach diesem kurzen Zwist, und jetzt begab sich Martin ans Werk, eine ungeheure Menge Geld zu fabrizieren, denn die 3 jungen Wichte wollten als wahre Krösusse auftreten, und jeder andere Bewerber
Durch den Glanz, den sie um sich verbreiteten, und den Aufwand, den sie machten, aus den Schranken treiben. Dies geschah auch. Jedermann wunderte sich über die reichen jungen Ritter, die weit prächtiger wie Königssohne auftraten. Alle Tage gaben sie Feste oder waren bei Festen gegenwärtig, ausgenommen einen Tag im Monat, und zwar beim ersten Mondviertel. Diesen Tag wandte Martin an, um unausgesetzt vom frühen Morgen bis zum späten Abend Geld zu prägen. Und da seine Hände bald müde wurden, so mussten die Kameraden ihm dabei helfen. Dagegen war zu einer gewissen Nachtstunde Franzl nie zu sprechen. Er benutzte die Zeit, um köstliche Speisen und Leckerbissen in großer Anzahl durch seinen Zaubertisch herbeizuzaubern zu lassen, mit denen er die Tafel des Königs und seine eigene versorgte. Kein Koch im Lande konnte diese Speisen nachmachen. So köstlich waren sie und von einem so feinen Geschmack. Diese Besonderheit wurde von niemandem näher untersucht, ausgenommen von der Prinzessin, die sehr schlau war und welche sogleich den Argwohn schöpfte, es könnte hier nicht mit rechten Dingen zugehen. Allein, wie sollte sie hinter das Geheimnis kommen? Das war allerdings nicht leicht, denn die drei Kameraden hatten sich das Wort gegeben, im äußersten Grade verschwiegen zu sein. Die Prinzessin aber war wie gesagt schlau, und einem schlauen Weib gelingt viel. Fürs Erste stellte sie sich in den Ältesten verliebt, lockte ihn mit dem Versprechen, ihn zu ihrem Gemahl zu machen, sein Geheimnis ab. Und als sie das Zaubersäckel hatte, ließ sie den armen Betrogenen in einen Turm werfen, wo ihn weder Sonne noch Mond beschien. Seinen Gefährten ließ sie sagen, er habe auf der Jagd sein Leben eingebüßt. Der ganze Hof glaubte es und betrauerte aufrichtig den schönen, freigebigen Ritter. Mit dem zweiten machte sie es ebenso, nur mit dem Unterschied, dass sie ihn in einen tiefen Keller einmauern ließ, mit Nahrungsmitteln für einen Monat. Was sie mit dem dritten beginnen sollte, wusste sie noch nicht recht, denn seine Zaubergabe war ihr nicht bekannt geworden. Und da sie's nicht wusste, was sie ihm rauben sollte, so ließ sie ihn fürs Erste unberaubt. Sie ließ ihn jedoch nicht aus den Augen und machte ihm dieselben Hoffnungen wie den beiden anderen. Aber da war die Schlaue an einen Schlauen gekommen, und Christoffel, der sich von der alten hässlichen Hexe nicht hatte betrügen lassen wollen, war auch willens, von einem hübschen Prinzesschen dies nicht zu dulden. Er war fest überzeugt, dass seine Kameraden nicht tot wären, so wie erzählt wurde, und ferner war er überzeugt, dass die Prinzessin um ihr Schicksal wisse. Das Erste, was er tat, war, dass er der Prinzessin die Gaben wieder wegnahm, ohne dass sie ahnte, wer der Dieb war. Unsichtbar war er ihr in das Gemach gefolgt, wo sie ihre Schätze aufbewahrte, und mit unsichtbarer Hand hatte er in die Truhe gelangt, wo das kleine Tafelbrett und das Säckel lagen. Fort waren sie, und die Prinzessin hatte das Nachsehen. Und das Übelste dabei war, dass sie nicht einmal sich zu beklagen wagte, weil sie sonst fürchten musste, über die Eigenschaft der Zaubergaben befragt zu werden, und die Mittel hätten verraten müssen, wie sie in deren Besitz gelangt. Aber ihr Argwohn auf den Dritten war jetzt rege gemacht, und sie glaubte, auf der rechten Spur zu sein. Entweder, sagte sie zu sich selbst, hat er die Macht, durch verschlossene Türen zu gehen, oder er besitzt die Gabe, sich unsichtbar zu machen. Eines von beiden. Was es ist, werde ich schon herauszubringen wissen. Eines Abends, als sie alleine mit ihrem Vertrauten im Gemach saß, das den Ausgang nach dem Garten hatte, seufzte sie und sagte: »Du beneidest mich, Fatime, um die vielen Liebhaber, die sich um mich drängen. Allein
Wüsstest du, wie mir dieser Schwarm Langweile macht? Du würdest mich eher beklagen als beneiden. Erfahre, mein Kind, dass ich keinen irdischen Geliebten mag, seitdem ich das Glück habe, einen überirdischen gewonnen zu haben. Der Genius der 3 silbernen Lilien ist mein Anbeter, und ich bin nicht weniger stolz, dass ich seinen Blick auf mich gezogen habe. Unsichtbar umschwärmt er mich und verlässt sein himmlisches Reich, um mir, einer Erdgeborenen, zu huldigen. Willst du die Wahrheit meiner Worte erproben? So geh und schau in den Kelch jener Lilie, die dort im Mondlicht sich stolz erhebt. Dort wirst du ein Zeichen seiner Gegenwart und, dass er diese Worte vernommen, erblicken. Die Prinzessin, als sie das sagte, hatte schlau bedacht, dass, wenn ihr Verehrer die Gabe besäße, sich unsichtbar zu machen, er ohne Zweifel sie stets umgeben werde und somit auch höre, was sie eben gesprochen. So war es auch. Christoffel ging in die Falle. Er ließ einen Ring in den Kelch der Lilie fallen und diesen goldenen Reif brachte die erstaunte Fatima ihre Gebieterin. Nun holte die Prinzessin die Zaubergabe heraus, aber sie wusste noch immer nicht, worin sie bestand. Sie stellte sich nun verliebt in Christoffel, wie sie es mit seinen Kameraden auch gemacht, und nun versuchte sie ihm bald dieses, bald jenes Kleidungsstück zu nehmen, weil sie dachte, in diesem oder jenen läge die Kraft. Christoffel merkte, wo sie hinaus wollte, und gab ihr seinen Handschuh von der rechten Hand. Wie sie diesen anzog, stellte er sich, als sei sie ihm plötzlich verschwunden. »Aha«, rief die Prinzessin, »jetzt hab ich's.« Und als Christoffel einmal allein in seinem Zimmer war, sah er die Prinzessin eintreten, die völlig überzeugt war, dass sie von niemandem gesehen wurde. Sie trat an Kisten und Kasten und suchte nach den Gaben. Endlich fand sie sie. Allein, kaum hatte sie sie berührt, rief ihr Christoffel, der sich unterdessen unsichtbar gemacht hatte, mit wütender Stimme zu. »Was willst du? Ich bin der Fürst des Himmels und der Erde, und der, den du bestehlen willst, ist in meinem Schutze.« Die vornehme Diebin erschrak heftig und fiel auf ihre Knie und gestand all ihre Bosheit, indem sie nur bat, der Geisterbeherrscher möchte sie nur wieder freilassen. »Nicht er«, sagte er, »als bis du gestehst, wo du die 2 Soldaten, meine Freunde, hinversteckt hast.« Die Prinzessin zeigte den Ort an. Christoffel ging und befreite seine Kameraden, die ihm herzlichst dankten. »Seht ihr wohl«, sagte er, »ich bin der hässlichste und unbedeutendste unter euch, aber gleichwohl habe ich euch nun 2-mal aus der Gefahr befreit.« »Wir werden es dir ewig danken«, riefen die Beschämten. »Nimm du nun die Prinzessin und das Königreich. Wir wollen künftig niemand anderes als dir gehorsam sein.« Jetzt kehrte Christoffel zu der eingesperrten Prinzessin zurück und machte ihr immer noch unsichtbar den Vorschlag, ob sie zeitlebens wollte in jenem Turm eingeschlossen sein, wo sie den armen Martin hinverstoßen, oder ob sie den 3. Soldaten heiraten und ihn zum König machen wollte. Natürlich entschied sich die Prinzessin für das Letztere. Da nahm denn Christoffel seinen Hut ab und stand leibhaftig vor ihr. Die Prinzessin, da sie all ihre Ränke gescheitert sah und da ihr überdies der hübsche Soldat gefiel, sagte ja und bereute es nicht. Der Husar aus Seife, aus Braune Märchen von Alexander Freiherr von Ungern Sternberg. Ein junges Mädchen erhielt von ihrer Mutter eine schöne rot und weiß marmorierte Seifenkugel geschenkt, die wunderlieblich duftete. Aus Gefallen an der Seifenkugel
drückte das Mädchen einen herzhaften Kuss auf dieselbe, und alsobald stand ein allerliebster kleiner Husar vor ihr in einer roten Jacke und in prall anliegenden weißen Hosen, legte zwei Finger an seinen Tschako und sagte: »Was steht zu Diensten, Mademoiselle?« »Ei, mein Lieber«, rief das Kind, »wo kommen Sie her?« »Aus dem Seifenlande, Mademoiselle, aus dem schönen Seifenlande, wo Seen und Flüsse sind voll Öl, wo die Felsen sind am Strande, grüne Seife, ohne Fehl, wo meine Tante, die Olive, herrscht mit König Haselnuss, dass vom Glanz sie ewig triefe, gibt er ihr manch fetten Kuss. Die schöne Welt mir anzusehen, war ich in kecker Lust entbrannt, da hat die böseste der Feen mich schnöd in diese Form gebannt. Und bleiben sollte ich, bis ich fände ein Mädchen frei noch vom Genuss, das von dem Zauber mich entbände durch einen herzgen Liebeskuss.« Das kleine Mädchen freute sich und nahm ihren lieben Husaren überall mit. Auf den Spaziergang, zu Tische, auf die Wiese und nachts sogar ins Bett. Der Husar blieb rund und fett, und seine frischen roten Lippen und seine weißen Zähne, die Grübchen in seiner Wange und die prallen weißen Schenkel verloren nichts an ihrer Fülle und Glätte. Einst sagte der Husar: »Das Leben im Frieden taugt auf die Länge nicht. Ich muss nun ausgehen, mir ein Königreich zu erobern, damit meine Cousine, die Olive, und mein Oheim Haselnuss doch sehen, dass ich ein ganzer Kerl bin.« Seine kleine Braut weinte sehr, als er fortging. Doch wollte sie ihn nicht halten. Der Husar kam in ein Königreich. Daselbst herrschte ein König, der drei Töchter hatte, die sämtlich von einer großen Untugend behaftet waren, nämlich sie wuschen sich niemals. Der König hatte erklären lassen, wer ihm eine seiner Töchter rein und sauber herschaffte, der sollte die Hälfte des Königreiches haben. Der Husar sah sich die Prinzessin an und bemerkte, dass sie kaum aus den Augen blicken konnte. So dick lag der Staub auf ihr. Denn da sie es liebte, sich immer auf der Landstraße herumzutreiben und womöglich alle Orte aufsuchte, wo es Rauch und Staub gab, so kann man sich denken, wie sie zugerichtet war. Obendrein hatte sie sich in 3 Jahren nicht gewaschen. Als sie den hübschen Husaren aus dem Seifenlande sah, verliebte sie sich sogleich in ihn und sagte: »Der soll mein Mann sein.« Der Husar hatte nun gewaltig viel zu tun, ehe er die Prinzessin rein hergestellt hatte. Und als es endlich geschehen war und sie so hübsch und glänzend aussah, wie man sich's nur wünschen konnte, kam er zum König und sagte: »Nun, Herr König, euer halbes Königreich.« »Noch nicht, mein Lieber«, entgegnete dieser. »Nimm nun auch meine zweite Tochter und reinige die auch. Die ist noch viel schlimmer. Sie hat sich 12 Jahre nicht gewaschen. Und ich und meine Frau wissen uns gar nicht mehr zu besinnen, wie sie eigentlich aussieht.« Der Husar fand dies nicht recht gehandelt. Allein, was sollte er tun? Er entschloss sich, auch mit der zweiten Prinzessin ein Liebesverhältnis anzuknüpfen. Aber ehe er es zustande brachte, dieses Aschenbrödel sauber zu bekommen, hatte er sich so abgearbeitet, dass seine roten Wangen ganz blass geworden waren und seine schönen weißen Schenkel ganz dünne. »Teufel«, sagte er, »ich habe nie gedacht, dass es so schwer sei, sich ein Königreich zu erobern. Aber an diese zwei Prinzessinnen werde ich denken.« Er ging nun zum König und verlangte seinen Lohn. Der König entgegnete recht spitzbübisch: »Noch nicht, mein Lieber. Da ist mein Herzblatt, mein Liebling, meine älteste Tochter. Die musst du mir sauber herstellen. Du verstehst es perfekt. Ich bin sonst gegen alle Liebesverhältnisse, weil ich sie für unmoralisch halte. Allein gegen eine solche Liebe, die so läutert und reinigt, kann auch der tugendhafteste Vater nichts haben. Also Mut, mein Lieber. Du musst hier etwas energischer zu Werke gehen, denn mein teures Kind hat sich seit 25 Jahren nicht gewaschen, das heißt, seit ihrer Geburt nicht.
und ich und meine Gemahlin sind sehr neugierig, ob sie etwa einen Höcker hat oder schlank ist, ob sie eine gerade oder gebogene Nase hat und von welcher Farbe ihr Haar sein mag. Das alles kann man nicht sehen, weil sie gleichsam wie eine Nuss in der Schale in ihrer Kruste steckt. Der Husar war über die Wortbrüchigkeit des Königs so böse, wie nur ein Husar böse sein kann. Er klapperte stundenlang mit seinem Säbel und schob seinen Tschako ganz wild von einem Ohr auf das andere. Er musste sich aber doch fügen und ging ans Werk, auch die dritte Prinzessin sauber herzustellen. Als aber der König auch jetzt nicht Wort hielt und sogar den armen Husaren, der so dünn wie eine Stricknadel geworden war, aus der Stadt bringen ließ, setzte sich dieser am Wege hin und weinte bitterlich. So schwach war er geworden, dass er nicht mehr fluchen konnte und mit dem Säbel klappern, sondern nur noch weinen. So fand ihn das kleine Mädchen, das unterdessen ein großes Mädchen geworden war, am Wege sitzend, ganz dünn, ganz dünn. Oh, zum Erbarmen! Himmel, rief sie und schlug die Hände zusammen. Ist das mein schöner Husar aus dem Seifenlande? Was ist dir denn geschehen? Ich habe drei Prinzessinnen reinmachen müssen. Aus was? Aus Liebe, schluchzte der Husar und weinte wieder bitterlich. Von diesen drei Prinzessinnen hat sich die eine 3 Jahre, die zweite 12 und die dritte gar 25 Jahre nicht gewaschen. Und wie hast du es denn gemacht, dass du sie reinbekamst? Fragte das Mädchen neugierig. Wie man so etwas macht, erwiderte der Husar unwillig. Ich rieb mich tüchtig an ihnen. Da ich von Seife bin, mussten sie wohl rein werden. Aber es hat mich diese Liebelei abgenutzt bis auf den letzten Faden. O weh, o weh! Wenn ich in diesem Zustande vor meine Tante, die Olive, und vor meinen Oheim Haselnuss treten soll, sie würden schön mich auslachen. Und der Fee soll es schwer werden, aus mir wieder eine Kugel zu machen. Ach, und du hattest so schöne, runde, weiße Beine, sagte das unschuldige Mädchen mit trauriger Stimme. Du weißt dich also dessen noch zu besinnen? Fragte der arme Husar, der wieder auflebte, da er sah, dass man ihm Teilnahme zeigte. Weißt du was? Hilf mir, mich zu rächen. Gegen wen, mein lieber Husar? Gegen diesen Schuft von König, der mich erst seine 3 Aschenbrödel reinlieben lässt und mir dann doch das halbe Königreich nicht gibt, das er mir versprochen. Oh, das ist schändlich. Ja, ich will dich rächen helfen. Sie machten nun einen Plan und der Husar und seine gute Freundin kehrten in die Stadt zurück, wo sie in einer entlegenen Gasse eine versteckte Wohnung nahmen, so dass niemand von ihrer Anwesenheit Kenntnis hatte. Am wenigsten der König und die Leute bei Hofe. Bald erfuhren sie nun auch, dass der König seine älteste Tochter an einen Königssohn, die zweite ebenfalls an einen Prinzen und die dritte an einen sehr reichen Edelmann verheiratete und dass er den beiden ersten die dem Husaren versprochene Hälfte des Königreichs geben wolle. Die Hochzeit der 3 Prinzessinnen, die jetzt alle 3 wunderschön waren, sollte an einem Tage vor sich gehen, und gerade diesen Tag wählten der Husar und seine Freundin zu dem Zeitpunkt, wo ihre Rache sollte ins Leben treten. Das Mädchen verkleidete sich als eine Köchin und der Husar als ein Kammerdiener, und beide suchten am Hofe anzukommen. Als nun die kostbare Tafel bereitet stand, schlich sich die Köchin hinauf, nahm die herrlichen Äpfel und Orangen aus den silbernen Schalen hinweg und legte dafür eine große Anzahl Kugelseifen von den schönsten Farben hinein. In die Näpfe und Schüsseln mit Mandelcreme legte sie flüssig gemachte Seife. Der Husar bestrich einstweilen den Weg vom Schlosse bis zur Kirche mit Seife und machte ebenso die Pfosten und Treppenstufen an den Betten der Brautpaare durch Seife spiegelglatt und äußerst schlüpfrig. Auch seifte er die Violinbögen der königlichen Kapelle ein und tunkte in Öl die Pfoten sämtlicher Schoßhündchen, von dem Schoßhündchen der Königin und der Prinzessinnen bis zu denen der Hoffräulein. Als nun der feierliche Zug in die Kirche wollte, fielen die Leute, der König an der Spitze, sämtlich wie die Fliegen um und konnten durchaus nicht in die Kirche gelangen, so dass man sich endlich entschließen musste, die 3 Trauungen im Schlosse zu verrichten.
Der Kaplan bat sich ein Glas Wasser aus, weil er sehr erschöpft war durch die Anstrengungen, von der Kirche ins Schloss zu kommen. Die Kammerfrau lief schnell und brachte ihm ein Glas Öl. Als er das getrunken, wurde ihm so übel, dass er seine Rede unvollendet lassen musste und sich seinen kostbaren Ornat und das Brautpaar vor sich besudelte. Als es nun zur Tafel ging, bissen die Hofdamen tapfer ein in die Seifenkugeln, und die Oberhofmeisterin schmierte sich das ganze Maul voll grüner Seife, so dass sie erstickte und tot hinweggetragen wurde. Die Hofdamen bekamen Krämpfe, und die Königin und die Prinzessinnen, die ihre allerliebsten Hündchen während der Mahlzeit auf den Schoß genommen hatten, bemerkten zu ihrem Schrecken, dass die lila, amarantfarbenen und orangegelben Seidenkleider alle dicht besät mit den hässlichsten Ölflecken waren. Sie waren darüber sämtlich außer sich und warfen die Hündchen aus den Fenstern hinaus, die auf dem Steinpflaster des Hofes ihr Leben elend endigten. Der König wollte nun die Gesellschaft erheitern durch das große, angesagte Konzert. Als aber die Virtuosen zu ihren Geigen griffen und die zierlichsten Stellungen der Arme annahmen, sperrten sie die Mäuler und Augen auf, denn keiner von ihnen konnte auch nur einen Ton hervorbringen. Als der Tanz beginnen sollte, musste man eine Trommel vom Hoftambour und eine Querpfeife kommen lassen, um danach tanzen zu lassen. Aber der Fußboden des Tanzsaals war ebenfalls von dem Husaren mit Seife bestrichen worden, so dass die jungen Damen und Kavaliere sich fürchterlich die Glieder verrenkten, indem sie niederstürzten und sich doch zugleich bemühten, ihre Damen noch zu halten. Zuletzt war der ganze Tanzsaal nur ein Schlachtfeld. Es war zum Erbarmen. Die drei Brautpaare entfernten sich und gingen zu Bette, aber hier ging das Unglück erst recht an. Sie hatten ihre Bräute entkleidet und ins Bette gelegt und wollten nun selbst nachsteigen, glitten aus und stürzten jämmerlich auf ihre Bräute nieder und erschlugen sie. Aus bitterem Kummer über dieses beispiellose Missgeschick ergriffen sie sämtlich ihre Degen und stürzten sich in diese. In jeder Brautkammer gab's ein Blutbad. Der König, als er den Tod seiner Töchter erfuhr, wollte ebenfalls nicht eine Stunde länger leben. Doch bevor er sich das Leben nahm, hörte er eine Stimme, die da sprach: »Das ist der Husar vom Seifenlande, der all dies Unglück hat erdacht, der dein Haus in Schimpf und Schande dich selbst zum Tode jetzt gebracht. Erkenne nun des Treubruchs Segen, der statt Ros und Veilchensaat dem Bösewicht auf seinen Wegen grüne Seife bereitet hat.« Als der König tot war und sein ganzer Stamm erloschen, wählten die Stände, die unterdessen den ganzen Hergang dieser wunderbaren Begebenheit erfahren hatten, den treuen Husaren zum König, und dieser heiratete nun seine Freundin und bestieg mit ihr den Thron. Seiner Tante, der Olive, und seinem Oheim Haselnuss ließ er melden, dass er richtig ein Königreich erobert habe, so wie er sich's vorgenommen. Der Sohn des Mondes aus Braune Märchen von Alexander Freiherr von Ungarn Sternberg. Es lebte einmal eine kleine, sehr hübsche, aber zugleich unbeschreiblich einfältige Bäuerin auf einem Dorfe. Man konnte ihr aufbinden, was man wollte. Sie glaubte alles. Die jungen Mädchen und die Burschen hatten ihren Spaß mit ihr. Einst fragte sie ihre Nachbarin: »Grete, sag mal, wo hast du dein Kind her?« »Ei, von wem soll ich's haben?« entgegnete jene. »Als von meinem Schatz.« »Wer ist dein Schatz?« »Ursel, wenn ich's dir sage, wer er ist, wirst du's nicht glauben.« »Ich glaub's schon. Wer ist's?« Nun nahm sich die junge Bäuerin gleich eine Fopperei vor und erwiderte: »Er ist ein großer Herr und hat den Mund in die Quer, die Nase in die Läng. Sein Westchen ist ihm zu eng. So ansehnlich ist er und so breit und dabei grimmig gescheit. Ach, wie gern wollt ich solch einen Schatz auch haben«, rief Ursel. »Sag, wo wohnt er?« Grete erwiderte: »Er wohnt in einem Haus, da ziehen die Winde ewig ein und aus. In seinem Spinde bewahrt er manch silbernes Kleid, und er ist grimmig gescheit.«
Nein, solch ein Schatz muß ich auch haben, rief Ursel, der in einem solchen lustigen Hause wohnt, silberne Kleider trägt und dabei grimmig gescheit ist. Und worin besteht denn seine Gescheitheit? Grete erwiderte: Er hat alles gesehen, was auf Erden geschehen und was künftig wird geschehen, das wird er auch noch sehen. Mit einem Worte setzte sie rasch hinzu: Es ist der Mond. Der Mond! Rief Ursel. Ei, Sapperment, wenn ich doch den auch zum Schatz hätte! Es ist nicht ganz so leicht, ihn zum Schatz zu bekommen, erwiderte Grete. Das glaub ich, rief Ursel. Solche vornehmen Herren sind sehr wählerisch, und ich bin ihm gewiß viel zu schlecht. Das nicht, Ursel. Es könnte sein, dass du ihm gerade recht wärst. Es kommt nur auf einen Versuch an. Oh, du liebes, gutes Gretelchen, rief Ursel und klammerte sich fest an ihre Nachbarin. Wenn du's irgend weißt, wie ich zu der Bekanntschaft mit dem Mond gelangen kann, so sag's und halt nicht hinterm Berge. Ich will dir's auch gedenken, und künftigen Weihnachten sollst du das schönste Paar grauer Wollstrümpfe mit roten Zwicken von deiner dich innig liebenden Ursel erhalten. Hörst du? Ich höre, erwiderte die schlaue Grete. Aber hörst du nun auch, was ich dir sagen werde? Gib wohl Acht, denn versäumst du etwas oder machst etwas anderes, wie ich's gesagt, so haben wir beide böses Spiel. Ich, weil ich dir ausgeplaudert, wär mein Schatz gewesen und wie er beschaffen, du, weil der vornehme Herr nichts weniger verträgt, als dass er mit dummen Gänsen, die nichts recht vom Linken zu unterscheiden wissen, zu tun bekommt. Oh, was das betrifft, rief Ursel, dumm bin ich nicht. Und sie war nie dümmer, als wie sie dies sagte. Grete sprach weiter: Es kommt jetzt bald eine Nacht, die heißt die drei Männer Mondnacht, weil der Mond darin so stark wie drei Männer wird. Da gehst du an den Ziegerbrunnen da draußen vor dem Dorfe, und wenn du an dem heimlichen Plätzchen gerade um Mitternacht angelangt bist, so legst du dein Kleider ab und stellst dich, so wie du aus Mutters Leib gekommen, vor das Becken des Brunnens und bückst dich über, so dass dein Mund die Wasserfläche berührt, und zwar gerad an der Stelle, wo der helle Goldstreifen des Mondes darauf glitzert. Dieses Mondgoldwasser trinkst du nun in dich hinein, musst dich aber beileibe nicht umschauen. Mag auch geschehen hinter dir, was da will. Hast du verstanden? Iwohl, rief Ursel. Nun, und wenn du genug getrunken, so legst du deine Kleider wieder an und gehst fort und legst dich schlafen. Nach der gehörigen Zeit wirst du dann von dem Monde ein Kind bekommen. Das ist die Manier, wie er sich mit uns Erdenweibern abgibt. Anders versteht er's nicht. Nun, es ist auch eine ganz gute Manier, sagt Ursel. Die beiden Weiber trennten sich nun, die eine, die so gar zu schlau, und die andere, die so gar zu einfältig war. Beide gingen ihrer Wege. Grete ging zu ihren Vettern und Brüdern und sagte ihnen, was sie eben mit Ursel abgemacht, und den jungen Burschen kam dieser Spaß gerade recht. Als die kleine dumme Ursel kam und sich an den Brunnen stellte, war nicht einer, nein, wohl sechs, die die Stelle des Mondes einnahmen und sich vortrefflich vergnügten. Ursel trank unterdessen das Goldwasser und hütete sich wohl, sich umzublicken. Als alles vorüber war, ging sie zu Bett und schlief sehr gut. Es vergingen 9 Monate. Da gebar sie einen hübschen, gesunden Jungen mit schönen Pausbacken und großen, hellbraunen Augen. Das Knäbchen sieht seinem Vater ähnlich, sagte sie. Als der Mond eben recht hell schien, ging sie mit dem Kind auf die Wiese, tanzte in der einsamen Nacht lustig umher, hob das Kleine zum Licht empor,
empor und rief: »Na, Papa, gib doch ein Patschehändchen von oben her!« Aber der Mond rührte sich nicht. Als der Knabe größer wuchs, bekam er den Namen Peter Mondschein. Als er 18 Jahre war, ging er auf die Wanderschaft, und seine Mutter, die ihm nichts mitgeben konnte, sagte ihm: »Dein Vater hat Silber genug in der Tasche, geh zu ihm, er wird dir helfen.« Nun geschah es, dass der Mond einmal am Meeresstrande spazieren ging. Da trat Peter Mondschein an ihn heran und sagte: »Guten Abend, Papa!« Der Mond sah sich um, betrachtete den Burschen von oben bis unten und erwiderte: »Du hast zwar ein volles, rundes Gesicht, doch mein Sohn bist du nicht.« Das verdroß Peter gewaltig, dass der Mond ihn nicht als sein Kind anerkennen wollte. Er wurde dem alten Herrn über diese niederträchtige Lüge ordentlich gram. Doch besann er sich und sagte zu sich selbst: »Ich will mich ihn recht gefällig und dienstwillig bezeigen. Vielleicht lässt er sich dann erweichen und erkennt mich an.« Und von dieser Zeit an war er des Mondes ewiger Begleiter und treuer Knecht. Einmal badete der Mond im Meer, und die Tücher zum Abtrocknen lagen nicht bereit. Da kam Peter mit warmen Tüchern gelaufen, und das tat dem Mond gut, die angenehme, warme Hülle, und Peter trocknete recht geschickt den alten, krummen Buckel und dann den quabbeligen alten Hängebauch, und zuletzt trocknete er dem Mond noch die Brille ab und setzte sie ihm wieder frisch auf die Nase. Der Mond griff in die Tasche und wollte ihm für diese Dienstleistung einen harten Taler schenken. Allein Peter nahm nichts und sagte bloß: »Für meinen lieben Papa tue ich alles unentgeltlich, versteht sich.« »Ich bin nicht dein Papa«, sagte der Mond giftig, drehte ihm den Rücken und watschelte fort und bog rasch um die Ecke, damit Peter ihm nicht folge. Ein anderes Mal saß der Mond auf einer Felsspitze und litt gewaltig an Zahnweh. Peter lief rasch in die Apotheke und brachte Baldrianwurzel. Als der Schmerz gestillt war, langte der Mond wieder in die Westentasche und brachte abermals einen harten Taler hervor, den Peter aber wieder nicht nahm, sondern sagte: »Ei, wie soll's ich mich von meinem lieben Papa bezahlen lassen? Fällt mir gar nicht ein.« Da wurde der Mond ganz wild und spie ihm ins Gesicht und rief: »Der Teufel ist dein Papa, du Kobold, du Grashüpfer, du kleines, lästiges Ungeziefer!« Und damit setzte er sich rasch auf eine alte, zerfetzte Wolke und ließ sich von ihr in entsetzlicher Geschwindigkeit in den Himmel tragen. »Nun werde ich den Schandbuben los sein«, dachte der Mond. Allein, wie er wieder zur Erde kam, stand jemand bei dem Wolkenschimmel und half ihm absteigen, und das war Peter. »Höllendonnerwetter«, fluchte der Mond. »Ja, so geht's«, sagt Peter, »wenn alte Herren lustig leben und ihre Kinder dann nicht anerkennen wollen.« Der Mond hatte sich schön geputzt. Er hatte kleine, sehr enge Glanzstiefelchen an. Die knarrten, wenn er auftrat, dann eine schöne gelbe Weste mit einer Unzahl kleiner silberner Knöpfchen und dazu einen blauen Frack mit einem parfümierten Schnupftuch darin. In der Hand trug er eine Reitergerte und tat sehr jugendlich. »Wohin geht's nun?«, dachte Peter bei sich. Es war die Nacht gerade sehr kühl. Der Mond ging eilig voran und dachte so, Petern aus den Augen zu kommen. Allein Peter folgte ihm in gehöriger Weite, und zwar auf dem Schimmel sitzend, denn sonst hätte er sich schwerlich in der Luft erhalten können, durch die die Reise ging. So sah er denn, dass der Mond einen kleinen Stern weiblichen Geschlechts besuchte. Aber durch die knarrenden Stiefel wurde der Besuch verraten, und der Stern männlichen Geschlechts, der Ehemann, kam rasch nach Hause, und er und sein Helfershelfer spielten dem alten Herrn arg mit.
sie hätten ihn ohne Zweifel totgeschlagen, wenn nicht Peter noch zur rechten Zeit sich ins Mittel geschlagen und den Mond rasch auf den Schimmel gepackt hätte und so mit ihm davon galoppiert wäre. Als sie beide gerettet und in Sicherheit waren und der Mond sich erholt hatte, rief er zu Peter in vollem Zorn: »Wer hat dir erlaubt, dich auf mein Pferd zu setzen, du Schlingel?« »Papa«, entgegnete Peter, »dadurch allein wurde es mir möglich, euch den guten Dienst zu leisten. Aber ich bitte euch, wenn ihr nächstens wieder zu eures nächsten Weib Gelüste hegt, zieht keine knarrenden Stiefel an. Ihr habt gesehen, es taugt nicht. Ich würde bei derlei Gelegenheiten barfuß oder auf Socken gehen. Auf glühenden Kohlen werde ich dich gehen lassen«, schrie der Mond ganz außer sich vor Wut. »Werde ich denn nie von dir befreit werden, du Molch?« Und damit holte er aus mit der Reitpeitsche und gab Petern einen bösen Schlag, so daß ihm zwei Zähne aussprangen und er ein Auge verlor. Peter bückte sich, nahm sein Auge auf, steckte es wieder ein, so gut es gehen wollte, und sagte kein Wort, denn er dachte, einem Vater muß man nicht widerhaarig kommen. Aber Peters Liebe zu seinem Papa war schon gewaltig abgekühlt. Nun geschah es, daß eine sogenannte Mondfinsternis eintrat und der Mond in die grässlichste Gefahr kam, von der Sonne zwischen die Zähne genommen und verschluckt zu werden. Schon war nur noch ein Zipfelchen von seinem gelben Schlafrock übrig. Er selbst steckte schon mit Haut und Haar im Rachen seiner Feindin. Da kam Peter und riss ihn an diesem Schlafrockzipfelchen wieder heraus. Das war eine große und herrliche Tat. Niemand konnte es leugnen. Und der Mond selbst am allerwenigsten. Als er mit Peter allein war, holte er nicht einen Taler, nein, einen ganzen schweren Geldsack voll schöner, harter, silberner Stücke aus seinem Kasten und sagte Petern: »Nimm dies, und wenn du es denn durchaus willst, so sollst du auch mein Sohn sein.« Da nahm Peter seinen ganzen Mut zusammen, trat keck vor den alten Herrn hin und sagte: »Das Geld nehme ich, weil ich und meine Mutter auf unsere alten Tage was zu leben haben wollen. Allein mit der Vaterschaft ist's aus.« »Ei, wieso?« fragte der Mond und klopfte Petern auf die volle Wange. »Ihr seid ein gar zu undankbarer Balg«, entgegnete Peter wild. »Ich möchte um keinen Preis der Welt euch zum Vater haben. Da müsste ich mich ja schämen.« »Ei, du Teufelsjunge«, schrie der Mond, »denkst du, dass man solche Väter, wie ich einer bin, von den Bäumen schüttelt? Ich kenne Grafen und Herren, die sich die Finger danach ablecken würden, mich zum Vater zu haben.« »Aber ich nicht«, sagte Peter fest. »Meine Mutter muss sich geirrt haben. Ihr könnt unmöglich mein Vater sein. Ihr seid ein fauler Apfel, wurmzerfressen durch und durch. 6000 Jahre habt ihr euer Spitzbübereien schon vollführt und könnt sie nicht lassen. Wäre ich klug gewesen, so hätte ich euch immerhin von der Sonne wegnaschen lassen. Ja, ja, guckt mich nur mit euren großen Glotzaugen an. So wie ihr mich da seht, will ich lieber gar nicht gezeugt sein als von euch.« Der Mond wollte wild auffahren, er besann sich aber, weil er bedachte, dass Peter allerlei von ihm wusste, was er auf der Erde wieder erzählen konnte. Und da der alte Herr die Klatschereien nicht liebte, trachtete er danach, Peter zu besänftigen. »Kind«, sagte er, »wenn du vernünftig sein willst, so werde ich dir aus meinem Kleiderschrank ein paar abgelegte Beinkleider geben. Behalt sie«, sagte Peter. »Oder ich geb dir, wenn du einmal heiratest, ein paar schöne silberne Hörner.« »Für die wird meine Frau schon sorgen«, sagte Peter. Der Mond lachte, daß ihm der Bauch schüttelte, und sagte: »Auf Ehre! Ich würde Schätze Goldes geben, wenn du mich zu deinem Vater annähmst, Bursche.« »Aber ich nehme euch nicht an«, sagte Peter. »Das Spiel hat sich gewendet. Jetzt bittet ihr und ich schlag's euch ab. Lebt wohl. Wir sehen uns nie mehr wieder.« Und Peter hielt Wort. Alle Nacht, wenn der Mond am Himmel stand,
schloss er sich in seine Kammer ein, ließ die Fenster sorgfältig verhängen und kam erst wieder hervor, wenn das Tageslicht hell am Himmel stand. Von diesem Zerwürfnis Peters mit dem Monde wußte jedoch niemand. Zur Mutter aber sprach Peter: »Hör mal, weißt du denn auch ganz gewiß, dass der Mond mein Vater ist? Die Sache kommt mir nicht recht glaublich vor. Denn seine väterlichen Gefühle so verleugnen, wie der Mond es getan hat, kann niemand. Und für einen total schlechten Kerl halte ich ihn doch auch nicht.« Die Mutter erzählte nun ganz genau das Abenteuer am Brunnen. Peter, während die Mutter sprach, legte die Finger auf die Nase und sah sehr schlau aus. »Ich will's schon herausbringen, wer mein Vater ist«, sagte er. »Die stets lustigen Burschen leben aber noch im Dorfe.« An demselben Abend ging Peter in die Schenke, die ganz so voll von Gästen steckte, und wo er vermuten konnte, dass der dabei war, den er suchte. Es war ein großes Geschrei, und alles sprach aufeinander, als Peter eintrat. Ein Geselle rief ihn zu sich: »Du Sohn des Mondes, na, was sagt der Herr Papa, als er sein Söhnchen sah?« Peter erwiderte: »Er hat mir ein ganzes Säckel Geld mitgegeben, den der erhält, der, wie der geheime Traktat lautet, an seine Stelle trat. An dem bewussten Ort, es meldete sich, wem zu zahlen verpflichtet ich. In dieser wie in der folgenden Nacht halt ich dort mit meiner Säckel wacht.« Mit diesen Worten entfernte er sich. Die, die nicht um den eigentlichen Bestand der Geschichte wussten, lachten wie über einen guten Spaß. Die sechs Gesellen aber nahmen sich jedes der Worte wohl zu Herzen. Peter stellte sich aber mit einem derben Knüppel am Brunnen auf. Gleich in der ersten Nacht kam der erste lustige Bursche. Peter sprang aus dem Gebüsch, und indem er rief: »Ei, lieber Papa, da bin ich, hi! Da hast du etwas für deine Mühe«, ließ er eine trächtige Prügelregen auf Haupt und Schultern des Gesellen niederregnen. Kaum war der erste abgetan, so kam der zweite, und so nacheinander der dritte, vierte, fünfte und sechste. Peter gab allen reichlich, was er ihnen zugedacht. Dann setzte er sich ermüdet auf einen Stein und rief: »Nun habe ich meinen sechs Vätern eine kleine Freude gemacht.« In der nächsten Nacht wartete er wieder, aber da kam niemand. »Es ist gut«, sagte er. »Nun weiß ich, wie viele ihrer waren, und dass der Mond unschuldig ist. Von dieser Zeit an will ich ihn auch wieder sehen. Aber ein undankbarer Balg bleibt er doch, denn wenn ich auch 100-mal nicht sein Sohn war, so musste er mich doch als seinen treuen Gefährten gut behandeln.« Peter war der klügste Bursche im Dorfe, und Grete sagte: »So dumm die Mutter ist, so gescheit ist der Sohn.« Beide, Mutter und Sohn, lebten aber von dem Gelde des Mondes in Reichtum und Freude ihr Leben lang.